Hallo und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung hier vom Frankfurter Börsenparkett, von Ihrer ARD-Finanzredaktion rund um die schönen Themenbereiche Politik, Wirtschaft und Geld. Ja, vor allen Dingen die Lage der Wirtschaft beschäftigt dieser Tage nicht nur die Börsen, sondern eigentlich das gesamte Land. Denn die deutsche Wirtschaft schwächelt und so versucht man, den allgemeinen Datenwust ein wenig zu durchstöbern und zu schauen, wie denn der aktuelle Stand ist. Und es sieht nicht gut aus. Heute Morgen kamen neue Daten zu den Auftragseingängen der Industrie. Die sind geschrumpft im Jahresvergleich um knapp 5%. Allerdings hatte man mit Schlimmerem gerechnet, nämlich mit einem Einbruch um 8%. Und solche Unterschiede, Differenzen einmal zu beleuchten, das machen wir natürlich sehr gern für Sie und mit prominenter Hilfe, nämlich mit Helena Melnikow. Sie ist Geschäftsführerin vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Schön, dass Sie es auf Parkett geschafft haben. Wir haben heute Morgen die Auftragseingänge gesehen. Was sagen die Ihnen zur Lage der Industrie aus? Die Lage ist aktuell nicht mehr nur ernst, sondern sie ist alarmierend. Wir wissen das durch den BME-Einkaufsmanager-Index. Der funktioniert dank unserer Mitglieder wie ein Seismograph der deutschen Wirtschaft. Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik stehen für ein Einkaufsvolumen von über 1,2 Billionen Euro. Und das entspricht etwa einem Drittel des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Und über diesen Pool erheben wir die relevanten Zahlen zu deutschen Wirtschaft. Und das setzt sich zusammen aus den Auftragseingängen, also Produktion und Nachfrage, dann die Beschäftigung, die Lagerbestände und die Preise. Was wird teurer, was wird billiger, wo gibt es Engpässe? Und wenn man sich alle diese Bereiche mal konkret anschaut, dann stehen die aktuell auf tiefrot. Das heißt, wir müssen uns diese Schieflage bewusst machen und jetzt in konstruktives Handeln kommen. Das heißt, die heutigen Auftragseingänge, die wir hier gesehen haben, sind eher eine Bestätigung für das, was Sie schon längere Zeit befürchten? Absolut. Wir befinden uns seit über einem Jahr im Abschwung. Und was wir aktuell beobachten, ist ein ziemlich logischer Dominoeffekt. Das heißt, wenn die Nachfrage sinkt, gehen die Aufträge zurück. Das heißt, die Produktion wird gedrosselt. Und dieser Rückgang der Produktion, den Sie angesprochen haben, der ist so rückläufig und zwar so stark, wie er seit Frühjahr 2020 nicht mehr war. Und da steckten wir alle im ersten Lockdown am Anfang der Pandemie fest und dachten, die Welt geht unter. Und genau diesen Effekt an Rückläufen haben wir jetzt in den Zahlen. Und die sinkende Produktion, die zieht natürlich nach sich, dass als nächstes die Beschäftigtenanzahl sinkt. Wir hatten seit Januar 2021 in unseren Zahlen im Einkaufsmanager-Index einen Beschäftigtenaufbau verzeichnet. Und dieser ist im September erstmals gestoppt. Das heißt nicht, dass ich große Entlassungswellen beobachte in den Zahlen. Dafür ist der Fachkräftemangel auch zu groß. Aber was ich sehe, ist, dass offene Stellen nicht mehr besetzt werden und Verträge einfach nicht verlängert werden. Und wenn die Aufträge sinken, die Produktion gedrosselt wird, die Beschäftigtenzahlen langsam eingedämmt werden, dann werden als nächstes die Lagerbestände niedrig gehalten. Und zwar bewusst niedrig, weil ich einfach nicht mehr so viel Ware brauche, denn ich weiß ja nicht, wie viel ich da morgen zu produzieren habe. Weil die Unternehmen auf die Sparbremse drücken? Absolut. Sie halten ihre Bestände bewusst niedrig, um auch ihren Cashflow natürlich zu verbessern. Und das ist der nächste Stein, der fällt. Und wenn Sie natürlich als Einkäufer am Markt eine geringere Menge einkaufen, als Sie es früher getan haben, dann sorgt das dafür, dass natürlich auch die Preise sinken, weil die Zulieferer natürlich stärker konkurrieren. Der Wettbewerb wird härter, sie gewähren größere Nachlässe. Und so sinken die Preise auch seit 4 Monaten. Und da fällt ein Stein nach dem anderen. Alles liegt am Boden. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder hoch? Und da müssen sowohl die Firmen wie auch die Politik jetzt die Zügel in die Hand nehmen. Das Problem ist ja, dass die deutsche Wirtschaft recht exportlastig ist. Das heißt, die Probleme sind bekannt. Die Schwäche Chinas ist da. Die USA kommt zwar wieder auf die Beine als wichtiges Kundenland, aber auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Was kann man da als Unternehmen überhaupt unternehmen, damit man aus dieser Krise wieder rauskommt?
Ja, wir haben in der Tat durch eine explosive Mischung regionaler und globaler Faktoren aktuell so einen Perfect Storm. Wir haben ja nicht nur die schwächelnde Konjunktur in China, die für einen extremen Rückgang an Exportneuaufträgen sorgt. Wir haben USA, was Sie angesprochen haben, der Konflikt um die Straße von Taiwan ist nicht gelöst. Wir haben die Ungewissheit über die Entwicklung der Energiepreise, die in Deutschland am höchsten sind, ob der Brückenstrompreis kommt oder nicht, ist alles noch offen. Und wir haben nicht zu vergessen die erhöhten Zinsen, mit denen die Unternehmen kämpfen, so dass sie auch natürlich vor Investitionen zurückschrecken. Und wir haben in unserer ganz aktuellen Umfrage zum BME-Symposium auch genau diesen Effekt festgestellt, dass die Firmen sagen, als eine der Maßnahmen, wie ich dem sozusagen diesem Sturm begegne, ist, dass ich natürlich Investitionen zurückhalte. Was die Firmen noch tun können, um mal bei sich selbst anzufangen, ist, wir haben natürlich jetzt, um es diplomatisch zu beschreiben, eine Flaute. Heißt, wir haben keine Riesenkrise, die die Firmen zu bewältigen haben. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch kein Auftragsbuch, was mich gar nicht mehr atmen lässt. Also ich habe ein bisschen Zeit, eigentlich Hausaufgaben zu machen. Und was heißt das? Ich kann mich zum Beispiel auf das Risikomanagement konzentrieren, was ja auch zu einem sehr großen Teil im Einkauf liegt. Das ist eine absolut zukunftssichernde Maßnahme, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Das heißt, Sie fangen an zu überwachen, wo sind Ihre bestehenden Risiken, wo ploppen vielleicht auch neue auf bei der geopolitischen Lage? Und wenn Sie Risikomanagement wirklich professionell betreiben wollen, dann sammeln Sie ja jede Menge Daten, weil das ja Ihre Entscheidungsgrundlage ist. Und da hilft es im nächsten Schritt in Digitalisierung zu investieren und auch in KI. Denn all diese Daten miteinander zu vernetzen und intelligent auszuwerten, da sind natürlich die heutigen KI-Tools eine Riesenhilfe für jeden Beschäftigten. Und das spart Zeit, wirkt auch dem Fachkräftemangel entgegen. Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist denn dann die Rolle der Politik in der ganzen Sache? Ist das eine Bitte um Subventionen? Ist es eine Bitte darum, dass auch die Politik ihre Hausaufgaben macht? Und wenn ja, welche? Die Politik kann jede Menge tun, aber die Zeit der kleinen Wassereimer, um die kleinen Brände zu löschen, die ist vorbei. Wir müssen wirklich das gesamte große Feld im Blick haben, um zu schauen, dass es da nicht anfängt loszulodern. Und die Politik muss Maßnahmen für den Standort Deutschland ergreifen und die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen verbessern. Das heißt, wenn sie Subventionen für einzelne Branchen irgendwo betreibt, dann sind diese auf ein absolut notwendigstes Minimum zu reduzieren. Was wir brauchen, ist wirklich eine groß angelegte Entlastung der deutschen Unternehmen, zum Beispiel durch eine Senkung der Steuerlast, ein Bürokratieabbau, wie ihn das Bürokratieentlastungsgesetz noch nicht hergibt. Da muss viel, viel mehr passieren. Wir sind Regulierungsweltmeister. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ersticken in den Berichtspflichten, Dokumentationspflichten etc. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Personal sich statt um Papier, um Forschung, Entwicklung und Innovation kümmern könnte, dann wäre viel getan und da kann die Politik ihren Beitrag leisten. Ein anderer sehr, sehr großer Hebel jenseits Verkehrs- und digitaler Infrastruktur, das kennen wir alle, wir wissen, das muss sein, auch das ist eine Aufgabe der Politik. Der größte Hebel der Politik ist auf dem internationalen Parkett, sich um eine Beschleunigung der Handelsabkommen zu kümmern. Die sorgen für den Abbau von Zöllen, für harmonisierte internationale Standards und für grenzüberschreitenden Handel. Das ist der Antrieb für Wertschöpfung, das sichert unseren Wohlstand, da kann die Politik was tun. Das Hausaufgabenbuch ist also voll. Helena Melnikoff war das, Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband Materialwirtschaft. Danke für Ihren Besuch auf dem Parkett hier heute Morgen in Frankfurt. Ja, und wenn die Politik etwas tun muss, dann muss sie auch ein wenig Geld in die Hand nehmen. Und das ist in den vergangenen Monaten nicht eben leichter geworden, denn die Zinsen sind kräftig gestiegen, was man unter anderem auch an den 10-jährigen Bundesanleihen sieht. Die Zinswende hat dazu geführt, dass innerhalb eines Jahres die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen von 2,2% auf jetzt 2,94% aktuell gestiegen sind. In den USA sieht dieser Zinssprung noch ein bisschen imposanter aus. Vor einem Jahr waren die Zinsen noch bei 3,78%. Jetzt sind sie bei 4,74%. Auf der einen Seite wird es also teurer für die Staaten, sich neu zu finanzieren, umzuschulden oder eben die Schuldenlast überhaupt generell zu wuppen. Auf der anderen Seite eröffnen sich damit natürlich durchaus Gelegenheiten, abseits der Aktienmärkte, sich auch mal die Zinsen anzuschauen. Und das möchte ich jetzt mit Thomas Meissner machen. Er ist Anleiheexperte von der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW.
Schön, dass Sie es hierher geschafft haben aufs Parkett. Gleich die Frage, dieser Zinssprung bei den Bundesanleihen für die Finanzwirtschaft durchaus willkommen, oder? Auf jeden Fall, denn wir hatten den Fall, dass eben die Zinsen am kurzen Ende stark gestiegen waren und am langen Ende noch nur am Rande mitgezogen hatten. Das hatte eben dann durchaus klar, dass man kann dann als Bank an der Stelle auch mit Krediten mehr verdienen. Aber es geht ja auch vor allen Dingen immer um die Differenz zwischen den kurzfristigen Zinsen und den Zinsen am langen Ende. Und der Zinsanstieg jetzt am langen Ende in den letzten Wochen, der hat sicherlich den Banken auch noch zusätzlich gut getan. Was bedeutet das denn für die Anlagewelt, jetzt auch mal über den Tellerrand der Banken hinausgeschaut, also für die Anlegerinnen und Anleger? Die Anlegerinnen und Anleger haben natürlich auf diese Weise jetzt mehr zu verdienen, wenn sie in Anleihen gehen oder in längerfristige Anlagen gehen. Allerdings muss man eben auch sehen, dass auch die Anlegerinnen und Anleger hierzulande leben und sehen, dass dieser Zinsanstieg nicht unbedingt ganz in die Landschaft passt. Er kommt im Wesentlichen aus den Vereinigten Staaten. Er ist gar nicht mehr so sehr aus dem Euroraum heraus zu erklären. Und von daher sehen wir, dass es auch ein bisschen eine Übertreibung ist. Wenn es wirklich so ist, dass es also eine Übertreibung ist und dann sich vielleicht auch wieder zurückentwickelt, heißt das natürlich für die Anlegerinnen und Anleger, jetzt auch diese Niveaus mitzunehmen. Also, dass man jetzt dieses hohe Niveau bei den Zinsen auch durchaus einlocken soll und ja, sich sichern soll für die kommenden Jahre. Sie haben jetzt eben gesagt, dass die Zinsen nicht wirklich in die europäische Landschaft passen. Wie meinen Sie das? Im Endeffekt, die letzten Bewegungen bei den Zinsen aufwärts, Sie haben es beschrieben, um 100 Basispunkte innerhalb eines Jahres. Der wesentliche Impuls daher kommt von den Vereinigten Staaten. Man sieht in den USA, dass die US-Notenbank peu à peu die Märkte darauf eben vorbereitet, dass sie längere Zeit die Zinsen hochhalten möchte und nicht schnell wieder zur Zinssenkung übergeht. Für die Vereinigten Staaten passt das auch. Also dort ist die Inflationsbekämpfung auch ein großes, großes Thema. Im Euroraum glauben wir eigentlich, dass die realwirtschaftliche Entwicklung mittlerweile wirklich auch hinlänglich geschwächt ist, dass die EZB eigentlich nicht weiter erhöhen muss. Auch die Inflation ist auf dem Rückzug, zumindest bei den Vorstufen. Und von daher wird die EZB nicht weiter erhöhen. Der Zinsanstieg bei uns im Augenblick in den letzten Wochen kommt im Wesentlichen aus den Vereinigten Staaten und nicht so sehr von uns hier aus dem Euroraum selber. Es ist ja nicht nur so, dass Banken sich Anleihen ein bisschen genauer anschauen oder eben auch Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern gerade die Versicherungswirtschaft, Lebensversicherer sind ja verpflichtet, einen Großteil ihrer Geldanlagen sicher zu tätigen. Ist da der Zinsanstieg sowas wie eine Rettung? Auf jeden Fall. Also wenn wir uns noch zurückerinnern, das ist gar nicht lange her, Corona-Zeiten, auch die Zeiten davor, wir hatten Negativzinsen, wir hatten Minizinsen, wir hatten Minuszinsen. Das war natürlich für diese Anlegerklasse eine schwierige Zeit mit negativen Zinsen und sie hatten eben Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden zu tätigen und jetzt im Wesentlichen mit diesem erhöhten Zinsniveau hat gerade diese Anlegerklasse sicherlich jetzt eine bessere Ausgangssituation. Aber man darf es eben jetzt eben auch nicht verpassen und sicherlich auch das ein oder andere jetzt wirklich auch mal sichern für die kommenden Jahre. Das heißt also, dass eigentlich Hochbetrieb momentan bei den Versicherern herrschen dürfte? Es hängt ein bisschen auch davon ab, was für eine Risikotragfähigkeit die einzelnen Gesellschaften haben. Soll heißen, wir hatten einen starken Zinsanstieg im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr schon wieder, wenn auch nicht mehr ganz so extrem. Auf die Bestände, die dort bislang schon Vorlagen sind natürlich dann sozusagen jetzt Abschreibungen zu tätigen und man muss eben gucken, sind überhaupt Neuanlagen dann möglich oder ist das Risikobudget an der Stelle vielleicht sogar schon ausgeschöpft? Also das ist eine schwierige Zeit. Man sollte sich jetzt Neuanlagen sichern, sofern das eben von der Risikotragfähigkeit her machbar ist. Wie sieht denn Ihre Prognose aus für den Zins in den kommenden Monaten? Wir glauben, es ist definitiv eine gewisse Übertreibung, vor allem was den Euroraum angeht. Übertreibung heißt, dass die Zinsniveaus wirklich ein bisschen auch überschossen haben. Von daher glauben wir, dass die Zinsen gerade am längeren Ende
durchaus jetzt auch wieder sinken werde, nach vorn hin betrachtet. Die EZB wird sicherlich auf dem Niveau noch ein bisschen aushalten, wenn auch nicht so lange, wie man das wahrscheinlich sich vorstellen kann. Zu Deutsch, dass die Zinsen am langen Ende vorauslaufen werden und ein wenig zurückkommen. Das glauben wir mit Blick auf die kommenden Monate. Und um das Bild vollständig zu machen, es ist ja immer noch so, dass auch diese Zinsen, die man momentan sieht, die Inflation nicht schlagen, oder? Nein, das ist sicherlich richtig. Die Inflation ist immer noch höher. Aber, das ist eben auch der Grund, warum man eben auch durchaus ein paar längere Laufzeiten auch mit in Betracht ziehen sollte. Nehmen wir an, wir legen das Geld für 4-5 Jahre an. Da sollte dann eben aber auch die Inflation zurückgekommen sein auf das Niveau, was die EZB gern hat, nämlich Richtung 2%, auch durchaus ein bisschen darunter. Und dann sollte man über die Laufzeit insgesamt betrachtet doch auch einen positiven Realzins dann erzielt haben. Thomas Meissner war das Zinsexperte, Anleiheexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, mit einem Einblick in die ziemlich komplizierte Welt der Zinsen. Es ist doch komplizierter, als es augensichtlich scheint. Vielen herzlichen Dank für Ihre Erklärungen. Ja. Und wir schauen einfach mal auf die Aktienmärkte, wie die sich denn entwickelt haben an den vergangenen Handelstagen. Hat es ja doch recht turbulente Zeiten gegeben, vor allen Dingen der Haushaltsstreit in den USA hat ja belastet und das hat dazu geführt, dass es sehr turbulent am Aktienmarkt an der Wall Street abgegangen ist. Heute etwas Ruhe, beziehungsweise gestern zu Handelsschluss, ein knappes Minus von 0,1%, der Dow Jones unverändert, der S&P 500 ebenfalls fast unverändert. In Asien, zumindest in China, wird immer noch gefeiert, eine ganze Woche lang Nationalfeiertag, deshalb die Börse Shanghai anhaltend geschlossen. In Hongkong schert man sich darum wenig, die Kurse hier um 1,5% besser, während an der Tokyota-Börse, die gestern ziemlich stark angestiegen ist, ein Minus vorherrscht von 0,3%. Was machen deutsche Aktienhändlerinnen und Aktienhändler damit? Der deutsche Aktienindex ist mit einem leichten Plus in den Tag gestartet. 84 Punkte bei 15.154. So der aktuelle Stand der Dinge, über den ich jetzt mit Dr. Anja Hochberg sprechen möchte. Sie ist Anlagestrategin bei der Fondsgesellschaft Swisscanto. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier auf dem Börsenparkett. Wenn wir uns die vergangenen Tage und Wochen mal Revue passieren lassen, es sieht manchmal so ein bisschen aus, als seien die Zeiten eher ruhig, aber im Hintergrund geht es doch recht turbulent zu, oder? Das kann man wohl so bestätigen. Wenn wir uns die Aktienkurse anschauen, dann ist eigentlich seit Sommer gar nicht mehr so viel passiert und die Märkte schwanken im Moment wirklich zwischen der Sorge vor weiter gestiegenen oder weiter steigenden Zinsen und den unserer Meinung nach doch langsam deutlich sichtbar werdenden Vorzeichen einer globalen konjunkturellen Abkühlung. Wir haben es ja eingangs dieser Sendung gehört, dass sich die Aussichten für die Wirtschaft weiter eingetrübt haben. Angesichts dieser Entwicklung und angesichts dieser Erwartungen halten sich die Aktienmärkte doch noch ganz gut, oder? Das ist so. Das Momentum hat auch den Markt eine ganze Weile getrieben und die Märkte müssen wirklich auch abwägen, die positiven Effekte eigentlich, die im Moment noch vorwiegen. Die Daten in den USA auf der konjunkturellen Seite sind nach wie vor stabil, aber es lohnt sich wirklich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Besondere Effekte wie zum Beispiel die enorm hohen Staatsausgaben oder der noch recht stabile Arbeitsmarkt, der aber hinter den Kulissen wirklich anfängt zu bröckeln, sind erste Indikationen dafür, dass es konjunkturell eben in den nächsten Monaten nicht mehr so gut laufen wird. Und die Unsicherheit, die sieht man auch auf dem Frankfurter Börsenparkett. In dieser Woche hatte sich ein großer Börsengang angekündigt. Renk, ein Hersteller von Getrieben, ein Rüstungszulieferer, der hat um Mitternacht vor dem Börsengang in letzter Sekunde zurückgezogen. Was bedeutet das für den Aktienmarkt, ein Rückzug eines solchen Unternehmens? Was bedeutet das für das zarte Pflänzchen Aktienkultur hier in Deutschland? Also ungewöhnlich sind solche Rückzüge in einer solchen Marktsituation sicherlich nicht. In eine Korrektur hinein geht man ungern an den Markt. Für die Aktienkultur würde ich auch sagen, ist weniger ein abgesagter Börsengang relevant als vielmehr die Frage, wie relevant sind Aktien auch für unsere Vorsorge, für das, was wir in der Rente haben. Sich damit auseinanderzusetzen, halte ich für wesentlich essentieller. In der Schweiz können wir zum Beispiel zeigen, dass Aktiensparen mittlerweile der ja dritte Beiträge und den dritten Beitrag liefert für die private Vorsorge. Und das ist etwas, was man sich auch in Deutschland, glaube ich, bewusst machen sollte. Warum funktioniert das in der Schweiz und bei uns nicht?
Wir haben natürlich in der Schweiz auch ein Drei-Säulen-System, das nicht nur auf die staatliche Vorsorge setzt, sondern insbesondere auf die betriebliche und darüber hinaus auch einen Steuerbezuschuss des privaten Sparen ermöglicht. Alles klar. Dann heißt es also auch hier, das Hausaufgabenbuch der Politik füllt sich weiter. Swisscanto ist ja ein Unternehmen, das sehr stark auf nachhaltige Geldanlage fokussiert. Einige sagen sogar, sie haben es erfunden. Wenn jetzt, wie wir auch gesehen haben, Rüstung wieder hoch im Kurs steht, was macht das mit der Nachhaltigkeit bei der Geldanlage? Also wir können nach wie vor bestätigen, dass die Zuflüsse in nachhaltige und streng nachhaltig gemanagte Ansätze bei uns deutlich diejenigen in traditionelle Ansätze überwiegen. Das heißt, das Kundeninteresse ist nach wie vor stark und für uns ist es eben nicht nur eine Frage des Kundeninteresses, sondern auch der Anlagephilosophie. Wir gehen davon aus, dass nachhaltiges Anlegen die Performance fördert. Das heißt also, dass unterm Strich und auf längere Sicht diese Geldanlagen besser sich entwickeln als andere? Absolut. Und es gibt zwei Gründe dafür. Auf der einen Seite, und da kommt eigentlich früher das ESG-Investment auch her, ist es eine Form, das Risiko zu kontrollieren bei den Aktien. Eben, ob man gut unterwegs ist, ökologisch, sozial oder bei der Governance, das ist eine der zentralen Fragen. Aber wir setzen gleichzeitig auch auf die Gewinner der Zukunft, nämlich die Unternehmen, die einen substanziellen Beitrag auch zur Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen liefern. Governance, das ist ja die Unternehmensführung, dass also ein Unternehmen anständig geführt wird, das heißt frei von Korruption und anderen Absolut. Dingen. Welche dieser drei Säulen, Umwelt, Unternehmensführung und Soziales, halten Sie denn für am wichtigsten? Das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Wenn es um Unternehmensstrategie geht, glauben wir schon, dass das essentiell ist. Denn wie kann ich denn sonst definieren, wie ich auch mit Umwelt oder mit den sozialen Kriterien einhergehe? Die Datenlage allerdings zeigt im Moment, dass die meisten Asset Manager sich eher noch auf das E, weniger auf das S und das G konzentrieren. Wir haben die Woche jetzt Revue passieren lassen, so ein bisschen. Wie sind denn Ihre Erwartungen für die kommenden Wochen? Der September gilt ja traditionell als schwieriger Börsenmonat, hat er unter Beweis gestellt. Aber der Oktober soll er nicht viel leichter sein, wenn man auf die Statistik schaut. Also in unserem Szenario auch nicht. Natürlich hat jede Korrekturbewegung auch die Möglichkeit einer Gegenbewegung. Das halten wir durchaus für möglich. Aber grundsätzlich, solange die Märkte das Szenario einer globaleren Abschwächung nicht voll eingepreist haben, solange sehen wir auch noch weiteres Potenzial für niedrigere Aktienkurse. Das heißt also durchaus, dass man jetzt inzwischen anfängt, wieder auf die Konjunktur und auf die Umgebung politischerseits zu schauen? Absolut. Und wenn wir den Bogen schließen dürfen zum ersten Beitrag heute, dann kann man sagen, dass grundsätzlich in der Vergangenheit Aktienmärkte ihren Boden gefunden haben, wenn auch die Einkaufsmanager-Indizes eigentlich so die Talsohle durchschritten haben. Die können immer noch im negativen Bereich sein, aber sobald Licht am Ende des Tunnels ist, dürften auch die Aktienmärkte wieder nach oben tendieren. Dann lass uns den Bogen noch mal weiterspannen. Wir haben ja auch gehört, dass die Zinsen stark gestiegen sind. Inwieweit erwachsen denn diese Anlageformen zur Konkurrenz von Aktien heran, vielleicht auch zu Lasten der Aktienkurse? Als vehemente Verfechter eines gemischten Portfolios muss ich sogar sagen, das ist keine Konkurrenz, sondern das ist ein sehr, sehr willkommener zusätzlicher Teil im Vergleich zu dem doch sehr, sehr schwierigen Jahr 2022. Können nämlich Obligationen, Rentenpapiere jetzt wieder einen substanziellen Teil auch beitragen zu einem gemischten Portfolio. Auf der einen Seite durch die gestiegenen Renditen, auf der anderen Seite aber auch durch ihre diversifizierenden Eigenschaften. Das müssen wir noch mal erklären. Was sind diversifizierende Eigenschaften? Diversifizierende Eigenschaften ist die Tatsache, dass Anlagen in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagieren. Nehmen wir das Beispiel Konjunkturabschwung. Obligationen, Rentenpapiere werden eine positive Wertentwicklung zeigen, weil die Zinsen sinken werden, während Aktien im Konjunkturabschwung wohl eher schwächer tendieren. Und das stabilisiert ein gemischtes Portfolio. Also grundsätzlich, wenn ich Ihr Fazit noch mal erbitten dürfte, geht es vor allen Dingen darum, ganz besonders aufzupassen in dieser Zeit, oder? Das ist so. Das ist schade zum einen nie, aber der Fokus auf Qualität sowohl bei den Rentenpapieren als auch bei den Aktien ist im Moment besonders stark. Anja Hochberg, Strategin für die Geldanlage bei Swisscanto, einem Fonds, der seine Heimat in der Schweiz hat, wo man die Aktienanlage etwas anders sieht als in Deutschland. Danke für Ihren Besuch auf dem Frankfurter Börsenparkett. Und damit endet unsere Sendung Update Wirtschaft auch schon so gut wie. Weitere Informationen erhalten Sie natürlich hier im laufenden Programm auf Tagesschau 24, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen der angeschlossenen Hörfunkanstalten, die Sie regelmäßig mit Berichten und Hintergründen auf dem Laufenden halten. Und wenn Sie möchten, dann
schauen Sie gerne noch mal im Internet vorbei unter tagesschau.de. Da kann ich Ihnen natürlich ganz besonders die Wirtschaftsseite ans Herz legen. Auch hier bekommen Sie jede Menge Nachrichten und Hintergründe rund um die Märkte, die politischen Einflüsse und natürlich das Geld. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann nicht mehr in dieser Woche, denn es kommt das Wochenende und in der kommenden Woche, da übernimmt dann mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch. Ihnen eine schöne Zeit und machen Sie es gut.